Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute sind wir wieder auf dem Thundercraft Server unterwegs und heute gibt es ja ein Geburtstagsevent, was bis zum 15.04. glaube ich geht, meiner Kenntnis. Hier sind wir halt natürlich am Spawn, wie ihr hier auf den Server kommt, das habe ich euch beim letzten Mal schon erklärt. Und dann haben wir hier den lieben der Verspielte, also den Skin auf jeden Fall davon, den NPC. Darauf, hier ist zum Beispiel ein Geschenk, dann ist irgendwo da hinten eins, dann ist da eins und wir müssen die halt suchen und die werden dann hier, werden die angezeigt und wir müssen halt alle finden, auf C-Build und auf City-Build, um das Event natürlich abzuschließen. Kann ich euch mal zeigen, wie es funktioniert, und zwar klicken wir mal hier drauf, dann also wenn wir hier aufs Geschenk klicken, ist hier wieder ein Feld und dann klicken wir auf Belohnung abholen. Die Belohnung wurde abgeholt. Wenn ich hier drauf klicke, kann ich sehen, dass das Geschenk bereits gefunden wurde. Dann können wir zu dem nächsten Geschenk gehen. Das ist hier hinten das Geschenk. Das ist Geschenk Nummer 18. Das können wir auch abholen. Ist auch abgeholt jetzt. Und dann ist das hier unten tatsächlich das Geschenk. Können wir hier mal für auf City Build gehen. Kann ich ja mal nachgucken und kann es euch mal zeigen. Das ist Geschenk 4 zum Beispiel. Das haben wir abgeholt. Da ist das nächste Geschenk. Holen wir ab und so weiter und so fort geht das halt. Ist ein bisschen kompliziert für die Leute, die es zum Beispiel nicht kennen. Ist es ein bisschen kompliziert, aber dafür mache ich ja das Video. Damit auch Leute, die es nicht verstehen, sich das Video angucken können. Mal kurz V, wenn ich, dann kann ich nämlich mal kurz fliegen. Kann ich mich besser gucken, wo hier noch ein Geschenk versteckt ist. Da ist keins. Da ist keins. Da ist keins. Da ist keins. Da unten ist eins. So, abholen. So, dann haben wir das jetzt auch abgeholt. Und das geht halt mit jedem Geschenk um so weiter und so fort. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich nochmal. Wie es genau funktioniert. Geschenk abgeholt. Dann geht es auf die Suche nach dem nächsten Geschenk. Wir müssen alle Geschenke finden, damit wir das Event hier abschließen können. Wo ist hier denn das nächste Geschenk? Da ist zum Beispiel eins. Habe ich das eventuell schon abgeholt? Nein, habe ich noch nicht. Perfekt. Dann geht es jetzt auf die Suche nach dem nächsten Geschenk. Ist halt wie das Oster-Event, so, wenn ihr das Oster-Event gespielt habt, da ist das nächste Geschenk. Perfekt. Ich weiß nicht, viele haben, glaube ich, das Oster-Event gespielt, viele aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob viele das Oster-Event gespielt haben überhaupt. Können wir mal kurz hier, ach, hier ist sogar noch ein Geschenk, perfekt. Also wir müssen halt hier die Geschenke suchen, darauf klicken und dann auf dieses, kann ich euch das nochmal zeigen. Also hier müsste eigentlich ein Geschenk drin sein, ich habe es natürlich schon abgeholt, das Geschenk. Und gehen wir mal zu dem lieben der Verspielte, dann können wir hier sehen, welche Geschenke wir schon abgeholt haben. Das haben wir noch nicht abgeholt, Geschenk 3, 7, wir sind halt alle am Spawn, glaube ich zumindestens. Müsste eigentlich, wir können mal Rewards kurz machen. Können wir natürlich unsere Belohnung abholen. Dann können wir mal kurz die hier einlösen. Okay. Dann gehen wir mal kurz auf unsere Insel. Ich zeige euch gleich weiter, wie es funktioniert. Der hat den... Kollege, hast du den Ofen abgebaut? Hier ist der Ofen. Ich habe doch noch Kohle irgendwo gehabt. Ich bin im Vanish, ja. Kann ich die Kiste nicht öffnen. Ey, Kollege, was hast du gemacht? Hast du alles umgeräumt, oder wie? Müssen wir mal kurz zum Spawn. Es geht jetzt gleich weiter mit dem Video. Ich muss noch mal kurz zum Verkauf und dann muss ich mal kurz ein bisschen Kohle kaufen. Ich hoffe, dass 64 Kohle reichen. Ich werfe gerade für ihn mein ganzes Geld aus dem Fenster, was ich hier auf Siebel besitze. Und weil der nicht in der Lage ist, Kohle zu kaufen. Wieso kann ich die Kiste nicht öffnen? Das ist Flint, Kollege.
So. Dann tun wir jetzt nochmal das rein, das Deep Late Copper Ore. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das ist auch egal. Durch 10 Gold. Ach, das ist das hier, das Ingot. Weiß nicht, wofür das gut ist. Öffnen wir das hier kurz. Perfekt, dann sind wir jetzt wieder ein paar Level aufgestiegen. Ist auch mal gut für uns. So, dann machen wir mal kurz so, dass die Kohle mal kurz leer geht. Ist hier irgendwo? Ich kann dir doch aus dem. Das kann ich hier doch einschmelzen, mein Freund. Tue ich hier da. Ja, dann tue ich hier da jetzt einen Smaragd hin. Tut mir leid, wenn du das Video siehst und bis dann hinterher nach dem Video beschwerst, warum ich dir das geklaut habe. Ich klaue dir das nicht, ich schmelze dir das nur ein, damit du das in die Kiste wieder tun kannst. Und halt damit du später was hast. Ich hoffe, das baut jetzt ein bisschen schneller. Nee, Moment, lass es mal so drin. So. Ich drücke jetzt, das hört jetzt nicht, aber ich drücke die ganze Zeit hier meinen Mauszeiger. Perfekt. Klasse. Ich möchte nicht unfreundlich sein, deswegen tue ich dir jetzt was Gutes, indem ich den Smaragd wieder da rein tue. Ein Smaragd da oben rein. Dann nehme ich die Kohle raus und mache dir ein 64er Stück rein und die Kohle mache ich hier oben rein. 5 Stück, 5 Stück. Mache ich jetzt irgendwas anderes. Dann gehen wir mal kurz hier hoch. Der hat richtig viel weitergebaut. Mann, wie lange war ich auf City Build nicht mehr, auf Sea Build nicht mehr online? Was ist denn hier oben los? Nee, oben gebaut. Oh Gott. Egal, ich habe mich jetzt ein bisschen verletzt, ist auch egal. Gucken wir mal durch unser Fernglas kurz. Ob hier noch irgendwas anderes ist. Nee. Gut, dann gehen wir mal kurz auf City Build. Gehen mal kurz zum Hub zurück. Gehen dann mal auf City Build kurz. So, jetzt bin ich wieder im Vanish. Ach ja, okay, das ist. Ah, okay, das ist jetzt wieder was anderes. Hier kann ich es euch ja auch nochmal zeigen. Klickt auf die Geschenke, die am Spawn sind. Die sind hier. Und dann klickt ihr drauf. Und dann seht ihr ja, ob das Geschenk noch verfügbar ist oder ob ihr es schon auf den Kopf gehauen habt, das Geschenk. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo das andere sitzt. Frag mal kurz im Chat nach. Vielleicht wissen die das ja. Muss ich jetzt mal kurz gucken. Mal kurz nachfragen im Chat. Habe ich wieder eins? Das ist zwei. Aber. Ah! Nächste. 16. Also umso weiter und so fort macht ihr das. Die sind halt willkürlich auf der Map versteckt. Die sind halt willkürlich auf der Map versteckt und ja, die musst du halt finden. Warte mal. Lass uns ein Vanish raus. Und ich weiß nicht, ob das Geschenk schon abgeholt hat. War anscheinend hat es noch nicht abgeholt. Ich zeige ihm jetzt mal kurz, wo die ganzen Geschenke sind. Und dann weiß er es wenigstens. Ist er hinter mir oder wo ist er?
Hier ist nur eins. Und da ich im Vanish bin, kann er mich... Ne, ich bin ja nicht im Vanish. Ha, geil. Muss mal den Admin fragen, wo er die ganzen Geschenke versteckt hat. Ist ja wie Eier suchen. Da ist nur eins. Da ist nur eins. Komm ich dran? Ist doch nicht wahr. Hallo? Ich will da dran. Hä? Kann ich jetzt nicht mehr in Vanish oder wie? Hier ist eins. Ich kann das nur nicht anfassen. Muss ich draufstellen, oder? Ich zeige ihm mal, wo die ganzen nicht sind, weil ich hab, glaube ich, langsam eine leise Ahnung. Nee, hier ist es nicht. Ich bin anscheinend auf die Taste gekommen. Also sind teilweise schon echt böse Verstecke hierbei. Und die Verstecke sind halt sehr, 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 sehr böse. Und der Admin, der hier den Server verwaltet, der will einen gerne mal auf den Arm nehmen damit. Aber, das Event geht halt wirklich bis zum 15.04., habe ich schon öfters erwähnt jetzt. Und, was ist der denn? Dann, kann man nämlich hier, du hast das Stable-Event noch nicht abgeschlossen, du hast das Event noch nicht abgeschlossen, finale Geschenke, das Event abzuschalten. Und ja, das war, oder es ist ein schönes Event, es ist halt was extra was für Doofe, um was zu finden. Und ja, eigentlich ein sehr, sehr schönes Event und ein sehr, sehr schöner Server. Und ja. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Einen Daumen hoch, ein Abo, würde mich sehr freuen. Und sehen wir uns am nächsten Video wieder. Haut rein, also Redstone, vielen Spaß dann rein. Ciao, Leute. Tschüss.